Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword. Dieser Part wird diesmal 10 Minuten sein, wie ich im letzten Part erwähnt habe, weil ich ja, wie gesagt, 45 Minuten in einer Woche mache, also 15 Minuten Parts pro. Ja, gut, weiter. Hey, ich bin's. Hast du deine Freundin denn schon gefunden? Leider nicht. Das ist schade, aber wenigstens scheinst du zu wissen, in welche Richtung sie gegangen ist. Endlich habe ich meine Freunde alle wiedergefunden. Vielen Dank, mein Freund. Mach's gut und sieh zu, dass du deine Freundin findest. Wir müssen zum Wolkenmeer. Und hier ist schon eine Statue und ins Wolkenmeer reisen. Klar. Kann ich ja gleich mal gucken, ob ich meine Ausrüstung verbessern kann. Gibt's ja einige tolle Verbesserungen. Und ich sollte gleich mal noch meine Wii-Vermutung neu kalibrieren. Mache ich mal am besten jetzt. Okay. Wenn du in der Welt verstreuten Artefakte der Götter mit deinem Himmelsstrahl triffst, wird Energie freigesetzt, Gebieter. Diese Energie führt zu einer Veränderung im Wolkenmeer. Die auf der Karte markierten Orte zeigen dir jene Stellen, an denen eine Veränderung eingetreten ist. Okay. Ich empfehle dir, diese Orte genauer zu untersuchen. So. Falsche Taste. U-Motion Plus Kalibrierung. So. So. Gleich mal besser kalibriert. Das heißt, die Steuerung dürfte jetzt auch besser sein. Dann fliegen wir gleich mal zu dem Ort, wo so ein Artefakt was ausgelöst hat, weil in den Truhen können Medaillen drinne sein. Dann wäre es schon toll, wenn ich eine Herzmedaille finden würde. Ist das die kleine da unten? Ja, dürfte sein. Und ein Herzteil. Zwei weitere brauche ich noch. Alles klar. Und das andere ist da. Oh, da ist ein Felsen, wodurch ich schneller werden kann. Gleich mal ausnutzen, sonst hänge ich hier noch ewig rum. Nein, du nicht nehmen, Nuss. Da. Beladen ist. Alles klar, nur darauf zu steuern. Da vorne. Bumm. Sieht immer wieder lustig aus. Das ist sie nicht. Da. Und hier haben wir was drinne? Du hast eine Abenteurertasche vergrößert. Nun kannst du ein Item, weiteres Item mit dir führen. Praktisch. Gut. Gut, gut. Jetzt aber zum Wolkenort. Perfekt, da ist ein Felsen. Perfekt. Ich bin jetzt schon zweimal gestorben und das nur wegen dem ersten Tempel. Und dann, wenn später die Gegner kommen, die mehr als 4 Herzen Schaden machen oder so, kriege ich 8 Herzen Schaden und das. Oh, daran möchte ich gar nicht denken. Es wird dann ziemlich heftig. Ich mal gleich zu diesem Bazar und Pio. Und Paraschal. Eigentlich brauche ich gar nicht drücken, das macht der immer automatisch. Habe ich sogar schon mal ausprobiert.
Das macht er wirklich automatisch, also brauche ich es eigentlich gar nicht drücken. So, was haben wir denn für Verbesserungen? Genau. Hier. So, Items verbessern. Mal sehen, welche gibt es hier. Kann ich Schleuder verbessern? Ja, kann ich. Dann mache ich das gleich mal. Jawohl, aber vergiss nicht, eine Verbesserung kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Kein Problem, ist doch besser als vorher. Alles klar, dann lege ich mal los. So, ich bin fertig. Hier, das gehört dir. Du hast die Streuschleuder erhalten. Halte A gedrückt, um mit einem Schuss einen großen Bereich abzudecken. Sag mir Bescheid, wenn ich noch ein anderes Item für dich verbessern soll. Mal sehen, der Schild, kann der? Der kann verbessert werden, aber ich gucke erst einmal, ob sie schon den Eisenschild hier haben. Haben die ja höchstwahrscheinlich... Ja, haben die hier. Wie viel kostet der? Ihr interessiert euch also für ein Eisenschild? Dieser Schild ist noch robuster als die Variante aus Holz. Selbst loderndes Feuer kann diesen Prachtexemplar hier nichts anhaben. Einzig vor Elektroangriffen solltet ihr euch in Acht nehmen. Das macht 100 Rubine, meint ihr. 100. Klar. Nehme ich. Alles meins. Ah, vielen Dank, werter Herr. Es ist mir eine Freude, mit euch Geschäfte machen zu dürfen. Werter Herr, sollte eure Schildanzeige zu schnell sinken, bringt euer Schild in die Werkstatt. Mit gefundenen Schätzen könnt ihr euren Schild oder andere Items verstärken und um ein Vielfaches wirksamer machen. You don't say. Jetzt muss ich hoffen, dass die Schildverbesserung nicht allzu viele Rubine wegnimmt. So. Komm schon. 50 Rubine. Oh, das ist doch unfair. Wie viel kostet für ein Holzschild? Auch 50. Oh, da muss ich mir. Ich muss mir Rubine zulegen. Aber wie? Oder wo? Stimmt, der Kumpel von den einen, der kauft ja Käfer, Käfer. Ach, hoffen wir mal, dass er die Dekobiene kaufen will. Dann könnte ich ein paar Rubine machen. Muss ich aber pennen gehen. Mach ich mal ganz schnell. Und rein. Großzimmer? Nee, das war ja nicht. Das ist nun wirklich das erste Mal, dass ich Bardo in diesem Zustand sehe. Er schließt sich in sein Zimmer ein und weigert sich herauszukommen. Du bist schuld daran, dass Zelda verschwunden ist. Da, du ganz alleine. Ich bin nicht schuld. Das ist die Schuld von der Schwuchtel. So, ich penne jetzt hier bis nachts. Und bum bum. Und da ist er. Was willst du von mir, Michi? Hä? Was ich mache? Ich sehe mir Insekten an. Käfer sind wunderbar, wie Bardo. Nein, noch wunderbarer. Das soll nicht heißen, dass Bardo weniger wert ist als ein Insekt. Ahem. Jedenfalls mag ich Insekten. Ich hätte gern eine Sammlung verschiedenster Insekten. Nein, besser noch hätte ich gern eine ganze Insel voller Insekten. Ach, das ist die überhaupt die Idee, Michi. Wenn du Insekten findest, verkauf sie mir doch. Ich zahle auch gut. Einverstanden. Bald wird meine Insektensammlung vollständig sein. Wenn du Insekten verkaufen willst, dann komm zu mir. Ich bin abends normalerweise hier. Ich kaufe aber nicht einfach wahllos jedes Insekt. Was ich kaufe, entscheide ich jeden Tag neu. Und Bardo darf davon nichts wissen. Ach ja, außerdem kaufe ich nur nachts. Ich muss ja auf meinen Ruf achten. Alles klar, Michi, ich ertraue dir von Insektenfreund zu Insektenfreund. Welcher Ruf? Zeig mal, was du für mich hast. Heute kaufe ich folgende Insekten. Ja! Heute kaufe ich folgende Insekten. Eldenskarabäus, Dekobiene und Sandzikade. Und wie sieht's aus? Verkaufen!
Insekt 2. Ein Rubinprojektexemplar. Verkaufe ich 5 Stück. Hier, bitte sehr. Ich freue mich, als kribbelt, als hätte ich Ameisen in der Hose. Danke, Michi, bitte weiter so. Dann mal weiter so. Mal sehen, wie viele Eldenskarabäen habe ich. Plötzlich Rubine pro Exemplar. Ach du meiner. Mal sehen, wie viel ich noch für eine Sandzikade bekomme. Oh, 10 Minuten. Dann muss ich gleich sofort speichern. So. 50 Rubine. Und ich habe ein Exemplar. Ach, egal. Kann ich ja in der Wüste neu holen. Danke, weiter so. Jetzt muss ich eine Vogelstatue suchen. Ja. Ja, super. Ich muss oben raus. Schneller. Elf Minuten. Es wird bei 12 sein. Da haben wir doch eine. So, wir speichern. Und wir sehen uns beim nächsten Part, Leute. Tschüss.